So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde mit Civilization 5 Brave New World. Diesmal habe ich schnell angekriegt. Und wir verschanzen, machen eigentlich direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Und wir verschanzen unsere Krieger und verbrauchen unsere Missionare, würde ich sagen. Das hat natürlich sehr viel gebracht. Das war sehr phänomenal. Machen die Hebrungen auch. Machen die Barbaren platt. Lassen den Speer dort seine Arbeit machen. Dort ist ein Bewohner hinzugekommen. Ihr seht schon, hat sich natürlich nichts geändert. Ja, das sah ja aus. Verdammte Scheiße. Wir können jetzt verschiedene Wunder bauen. Auch Kornspeicher machen, aber es ist eigentlich blöd. Wir haben so ein enormes Wachstum, ey. Das ist krass. Wir werden erstmal den Kornspeicher nach hinten verschieben, werden was bauen. Was nettes, großes, fettes. Nationale Epochen bauen. So. So. Einen auf Bereitschaft lassen. Und die haben eine Mine auf dem Berg gebaut. Das ist schön für sie. Wie wär's, sie bauen mal auf dem Eisen eine verdammte Mine. Dankeschön. So, viel zu spät. Natürlich kein Eisen, um jetzt unsere Krieger hier zu verbessern. Unsere Bogenschützen können die Galeere platt machen. Die haben jetzt genug Erfahrung. Die werden natürlich Experten im offenen Feld. Wir werden auf Bereitschaft bleiben. Und wir können weiter forschen. Wir wollten Mathematik weitermachen. Und werden das jetzt auch machen. Wir werden eine große Mauer bauen. Das ist nice. Wir werden eine große Mauer machen. Sehr schön. So. So, wir haben eine zweite Stadt direkt vor Venedigs Nase. Das ist, denen gefällt es anscheinend. Die beschweren sich nicht großartig. Schauen wir unsere Stadt an. Da sind ja auch schon schöne, viele Häuser dran. Ist ja auf dem Berg leben, ist natürlich auch nicht so optimal. Aber was will man machen? Ja. Irgendjemand hat gesagt, da werden wir unseren Arsch drauf pflanzen. Ich weiß nicht. Ja. Man hat Koloss gebaut, das interessiert uns eigentlich kaum. Wir könnten eine Handelsmission machen und werde ich eine große Ding machen, aber die werden wir ehrlich gesagt nicht. Wir werden ein Zollamt bauen. Das bringt uns nämlich viel Gold auf diesem unscheinbaren Geländefeld. Und wenn es dann bewirtschaftet wird, dann gibt es nochmal einen Bonus obendrauf und ja, das wird schon nett. Eine große Moschee wurde für ein entferntes Land gebaut. Das interessiert uns eigentlich eher weniger. Weil gläubig ist unsere Stadt nämlich nicht unbedingt. Wir sind zwar eine heilige Stätte, ja, aber nicht unbedingt hier irgendwie gläubig. So. Maschinenbau. Können wir Brücken bauen und Aquädukt. Und die große Mauer. Die große Mauer werden wir bauen. Haben wir noch zwei Runden, wo wir theoretisch eine Mauer und Korn speichern. Genau. Oder wir können auch einen Bautrupp bauen. Bauen Bautrupp, dann geht es schneller. Oh. Deutschland hat anscheinend seine Hauptstadt verloren. Das ist scheiße für Deutschland. Anscheinend haben sie aber noch eine zusätzliche. Ich schätze mal, die haben ordentlich eins von den Barbaren auf die Fresse bekommen. Schätze ich mal. Weil ich im Krieg. Habt ihr was vom Krieg gesehen? Ich habe da nichts mitbekommen. So, wir können die Unabhängigkeit machen, um ein schnelles. Wir streben natürlich ein schnelles Wachstum ein, deshalb werden wir es auch gleich nehmen. Es bringt eine Kultur in jeder Stadt und Pyramiden können wir bauen. Das wäre dann so mein nächstes Ziel. Ich denke, ja, das ist, was ich euch zeigen wollte vorher.
14 Runden dauert es jetzt nur noch. Dadurch, dass wir jetzt halt mehr Siedler dort haben, die jetzt halt die Länder bewirtschaften, und dadurch dauert der Kornspeicher jetzt nur noch 13 Runden statt vorher 40. Ja. So. Wir werden als nächstes den Metallguss bauen. Und dadurch die Werkstatt freischalten, dadurch wird das auch beschleunigt, und werden dann weiter mit Fallenstellen und Reiterei und öffentliche Sicherheit machen. Ja, ist ja gut. So. Nennen eine Produktion, veranlassen uns, ja, die große Mauer. Und lasst euch überraschen, wie das Wunder aussieht. Lasst euch überraschen. Let us surprise. Ja, natürlich, lass uns zusammenarbeiten. So. Ah, seht ihr das? Seht ihr das, wie geil das ist? Ja, oh mein fettes Land, das es jetzt schon gibt, ist einfach eiskalt eine ganze Mauer gezogen. Das ist richtig nice. Ja, ich habe schon gesehen, dass durch das Dynamit, wenn Dynamit erforscht wird das unbrauchbar, die Mauer. Aber die Mauer bleibt immer bestehen. Man wird immer um dieses Land die Mauer sehen. Das ist natürlich richtig nice, kann man schon mal sagen. Ja. Ups, ich sollte auf nächste Runde mal drücken. Natürlich nehmen wir unsere Botschaft an. Und wir haben ein Wunder entdeckt, okay. Muss jetzt natürlich sehr schnell weggedrückt, das war natürlich nicht schlau. Haben die nicht vorher ihre Hauptstadt? Die haben ihre Hauptstadt verloren, gell? Ja, haben sie. Das ist, man sieht, dass es eindeutig die zweite Stadt ist, weil die kleiner ist. Und es wäre Berlin. Als Hauptstadt natürlich. Das ist natürlich doof, wenn man natürlich gleich am Anfang des Spiels seine Hauptstadt verliert. Ja, freundschaftliche Beziehungen, eine zeitweilige Hans, größere Ergebnisse führen, bla. Ja, leider hat es ein wenig Belangen. Du willst wieder Kakao von mir? Okay, dann will ich aber auch noch Räucherwerke dazu. Baumwolle habe ich noch eins. Das kriegst du nicht von mir. No. 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 Na, nicht mal so. No. Offerta non sarà valida per Ihr tanto spinnt tempo. doch, ganz ehrlich, Mann. Ganz Pensiero. ehrlich, wollt ihr mich irgendwie komplett verarschen? Ich muss wieder so machen. Dann Giga Sophia. Ey, der baut auch wie ein Idiot baut der die Runde, ey. Lass da aufpassen, ey. So. Wir haben 300 Gold. Meine Fresse, ja, gleich direkt instant. Mal hier. Okay. Ja, Werkstatt kann man nicht. 400 Gold braucht man dafür. Wir werden das hier, die Bibliothek, wenn wir kaufen. Dadurch forschen wir noch schneller, als wir es sowieso schon tun. Werde ich mal das machen, öffentliche Sicherheit. Und dann sind wir komplett mal mit der Klassik fertig. Und machen gleich direkt weiter mit Bildungswesen. Und Astronomie. So, Bildungswesen. Kommt, was brauchen wir jetzt noch nicht? So, nächste Runde. So. So.
Aber wir haben schon ein nettes Fleckchen, muss man schon sagen. Also wir haben richtig. Und ha, wir haben die große Maus. Die Kunst des Krieges lehrt uns, sich nicht auf die Möglichkeit zu verlassen, dass der Feind nicht angreift, sondern auf die Tatsache, dass wir unsere Stellung uneinnehmbar gemacht haben. Das hat Sun Tzu gemacht und gesagt. Gemacht und es ist natürlich doof, dass ich dauernd reinlaber, aber ich vergesse dauernd, dass es da eine Audio-File dazu gibt. Selbst wilde Bestien und Wandervögel geraten. So, wir bauen jetzt direkt mal schnell ein paar Weltwunder. Das müssen wir jetzt einfach machen. Ansonsten sind sie weg. Ansonsten bauen das andere und dann haben wir keine. So, wir haben die Reiterei erforscht, ist klar, hat noch eine Runde gedauert. Das Coole ist auch, es geht nie Forschung verloren. Also selbst wenn wir hier mit 10 Wissenschaft jetzt das erforscht haben, die 34 Wissenschaft, die übrig bleiben, werden trotzdem doch mit übernommen. Das ist natürlich schon nice, kann man schon sagen. Ja. So. Sind jetzt schon innerhalb von einer Stunde und 40 Minuten ungefähr, grob geschätzt, sind wir jetzt halt schon bei der 100. Runde. Natürlich geht es jetzt halt relativ schnell, ja. Wir forschen auch relativ schnell, die Grenzausweitung ist sehr schnell. Später mal wird das Spiel langsam, ja. Da brauchen wir für jede Runde brauchen wir richtig lange Zeit zum Überlegen und Machen und Tun und Städte organisieren. Lieber Brot und ein glückliches Herz. So. Nein! Ah, oh Mann! Du hässlicher. Du Penner! Du wirst dafür Mann, das ist ärgerlich. Ja, wenn ein Weltwunder baut und dann irgendjemand eine Runde vorher sagt, hey, ich hab's schon vor dir. Wir werden als erstes die Werkstatt bauen. Es wird lange dauern, aber dafür bauen die hier schon. Ja, wir arbeiten zusammen. Von mir aus. Das ist natürlich extrem scheiße. Ja, nicht nur extrem, sondern richtig extrem. Das ist scheiße. Lässt sich aber leider nicht ändern. Offene Grenzen, okay. Dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. So, wenn er jetzt nicht mit 10 Einheiten bei mir einmarschiert, ist mir das wurscht. So, wir forschen quick, lebendig. Wir ziehen jetzt Runde um Runde. Venedig hat jetzt natürlich extrem Pech gehabt, dadurch, dass wir hier dicht gemacht haben. Und Runde und Runde. Alter, ich wäre jetzt ausgerastet. Wenn das jetzt so das Orakel gewesen wäre. Kostenlose Sozialpolitik. Plus 1% in der Stadt und 5% in der Stadt beim Errichten von Gebäuden. Wir werden jetzt erstmal die Republik einführen. Und werden mich danach um andere Sachen kümmern. In die Schriftstellergilde gründen. Wir haben gleich einen Propheten, wir werden unsere Religion gleich verbessern. Wir können zusätzliche Glaubenssätze wählen. Wir werden das hier machen. Und wir werden Religion verbreitet sich 30% in weitere Städte aus. So werden wir es verbessern.
können natürlich unsere Glaubenssätze nicht einfach nach Belieben ändern. Wir werden noch die Pyramiden bauen und danach werden wir uns komplett wieder auf hier die Produktion von unseren ihr wisst schon, unsere Standardgebäude konzentrieren. Wir werden jetzt auch einen Siedler kaufen. Wir werden gleich direkt da unten auch noch siedeln. Dann. Wieso das denn? Ha, okay. Ist schon ein Linke. Okay. Ist der drauf gegangen, oder was? Kann man das sehen? Ich muss jetzt kurz mal schauen. Ja, das interessiert uns eigentlich nicht. Anscheinend. Anscheinend ist der drauf gegangen. Er hat anscheinend neben sich ein kriegerisches Volk gehabt, das einfach über ihn drüber gerollt ist. Das war's mit Deutschland. Ja, so schnell kann's gehen. So schnell ist Deutschland weg von der Karte. So. Aber wir stehen noch. Gut, dass wir die Chichen Itza nicht gebaut haben. Und ja, ich denke, vom Militär sind wir ganz gut aufgestellt. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die über uns nicht drüber rollen. Ihr seht, die Stadt wird vernichtet. Der behält sie noch nicht mal. Das ist Cäsar, glaube ich. Der behält sie noch nicht mal, sondern er macht sie gleich kaputt. Das ist doof. Das macht man auch nicht, weil das einfach sinnlos ist. Eine Stadt zu vernichten. Eine Stadt bringt eigentlich sehr viele Vorteile. Unter anderem auch halt Forschungsgeschwindigkeit, Gold und Kultur und alles. Es macht halt einfach keinen Sinn, da großartig. Alter, du wolltest mich eigentlich komplett verarschen. Haben wir eigentlich schon Eisen? Ja, haben wir schon. Müssen uns beeilen. Lass mal gleich auf Bereitschaft. Ein kostenloser Siedler. Venedig kann ich. Venedig ist besonders. Ist so ein Händlervolk. Und die können keine Siedler bauen. Das habe ich voll vergessen. Denen geht's richtig. Es ist halt scheiße, wenn man nicht expandieren kann. Aber es halt haben dafür andere Vorteile, die wir dadurch dann nicht haben. Damit haben wir die Pyramiden gebaut. Schmerzen des Todes, die über uns kommen, nicht Einlass finden in meinen Körper. Ich bin der Gott Tem, der im Gewölbe des Himmels wohnt. Und die Macht, die mich beschützt, gehört auf ewig allen Göttern. Das stand mal in einem ägyptischen Totenbuch. Pyramiden. Wir haben also eine erhöhte Baugeschwindigkeit und zwei Bautrupps erscheinen in der Stadt, in der es gebaut wurde. Es ist jetzt haben wir natürlich einen extremen Boost. Wir stunden eine Stadt und wollen. Hallo. Ihr seht's oben. Wir haben minus 4 Gold. Ups. Das ist natürlich shit. Und die Scheiße, aber wir gründen einfach einen Markt und kriegen dann plus 1 Gold und 25 Gold Erhöhung. Wir werden Gilden bauen oder Machu Picchu bauen. Und dann passt es. Dann passt es. Das Bautrupp wird hier hingehen und die Bautruppe wird da hingehen. Die Bogenschütze werden sich langsam in Richtung die Picanero bewegen. So, hier unten noch eine Stadt hinzuklatschen, ist eigentlich sinnlos. Das macht keinen Sinn. Da warten wir, dass es einfach ausgeweitet wird. Deshalb kommt der Baum Einheiten raus. Okay, das erklärt alles. Müssen auf Bereitschaft setzen. Nächste Runde. Ja, wir haben kein Geld. Wir
Wir machen uns Schulden. Ey, eiskalt. Eiskalt, seht ihr das? Diese Band, diese hässlichen kleinen Penner. Diese kleinen Penner, ey. Ja, wir werden eine Produktion, wir werden nicht Watt bauen, das wäre jetzt etwas, natürlich geil. Okay, wobei, wir haben, ihr seht schon wieder, hat sich andersweise, eingependelt. Wir werden Anchor Watt bauen, und hier werden wir den Markt bauen. Dann hat sich das wieder gen 0, der wird das, wird sich das hier ausgleichen. Nein, das kriegst du ehrlich gesagt von uns nicht. Wir haben einen Spion. Das wird sehr gut. Das ist sehr gut. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Und zwar werden wir direkt in Venedig ausspionieren, weil die viele Technologien haben, die wir gerne hätten. Und das sage ich Cäsar. Das habe ich gesagt, dass es Cäsar ist. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass die uns nicht hier überrennen. Aber hier oben sind drei Einheiten. Hier ist die stärkste Stadt. Danach kommt diese Stadt hier, die vom Grund auf stark ist. Allein schon durch die chinesische Mauer. Die große Mauer, natürlich nicht die chinesische, sondern die große. Und da können wir auch noch ein paar Einheiten produzieren. Und hier unten ist auch noch eine Einheit, die wir gerne upgraden würden. Machen wir noch. Ich hätte die oberen Lager sollen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ehrlich gesagt, wenn wir hier Schießpulvereinheiten bauen. So. Dann geben wir es denen. Brauchen wir auch kein Metall mehr. Ja, das Metall ist sowieso. Ja, dann werden wir das Zeitalter einfach überspringen, obwohl wir relativ viel Metall haben. Einfach schön Schießpulvereinheiten haben, fertig. Hat sich das der Fall schon erledigt. Und wieder das minus 3 Geld, so ein Mist. Ah, okay, das wirkt sich gleich auf unsere Forschungsgeschwindigkeit aus. Werden da leider kürzen müssen. Das heißt, wir lösen unsere Speer auf. Dann haben wir schon mal gleich, sind wir wieder einigermaßen plus. Genau, jetzt sind wir wieder im Plus. Passt perfekt. Ja, hier haben wir eine Goldarmut. So ein Scheiß. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Straße, die hier gebaut wird. Ihr seht schon. Durch die Stadtverbindung gibt es natürlich auch extra Gold. Und ja, apropos, ich wollte eigentlich, ja, ist doof. Okay, das bleibt dabei, das ist in Ordnung. Ja, das ist jetzt, das war nicht so geil. So, wir haben hier den Krieger, der bleibt bestehen. Der wird sich kurz ausruhen. Ah, ich liebe große Ingenieure. Es gibt nichts Besseres. So. Wir brauchen Geld. Wir können uns eigentlich gar keine Einheiten oder sonstiges als was Unterhalt kostet. Nahrung, Produktion. Ja. Du wirst, du kannst Arbeitsbrot bauen, genau. Ja. Gut. Da, Kultur und Goldkosten für 9 Goldnehmen und Felder in Schatten und Funktion sind reduziert. Sehr schön. Auf der Welt. Er hat Türme und Verzierungen und all die Raffinessen, die dem menschlichen Genie entspringen können. Das hat Antonio da Magdalena gesagt. Und ich habe mal wieder reingelabert. Es tut mir leid. Beschwert euch in den Comments und ich werde es in Zukunft nicht machen. Aber jetzt könnt ihr euch nicht wehren. Jetzt könnt ihr euch nicht wehren. So. Wir werden.
Ach, jemand hat es schon gebaut. Das ist natürlich doof. Das ist doof von mir. Ja, das ist scheiße. Okay. Ja. Ja, doof gelaufen, aber so, Mann. Aber wir haben wieder plus 5 Gold. Schön, schön. Mal gleich mal hier den Watt bauen. Den werden wir ausruhen. Bis er wieder ein fettes Wunder gibt, was man bauen kann. Den Notre Dame zum Beispiel. Ja, auf Notre Dame kann man eigentlich bauen. Wenn wir eigentlich jetzt hier drei Städte haben, die sich fett entwickeln werden in Zukunft. Dann ist schon mal vor, wenn wir da vorschießen können mit Zufriedenheit. Das ist schon mal nicht schlecht. Es ist so schwer, was brauchen wir denn? Bauen das Amphitheater so. So. Die bauen hier in Notre Dame. Beschleunigen. So, passt. Hoffen wir mal, dass die Stadtverbindung gleich fertig ist. Oder ist sie schon? Ah, sie ist schon fertig. Also ihr seht hier, da zack, um plus 7. Kriegen 9 Gold durch Stadtverbindungen. Passt, perfekt. Sehr schön. Dann muss noch die Stadt verbunden werden, dann kriegen wir noch mehr Geld. Passt, das ist in Ordnung. Okay. Ja, jetzt haben wir hier, ihr seht schon, die Produktion geht auch nicht verloren. Jetzt haben wir hier natürlich jetzt hier freie Auswahl. Wir bauen die Künstlergilde. Und hier bauen wir den Markt, ja. Ja, wir bauen die Werkstatt. So. Alhambra, ja, ja. Okay. Einheiten modernisieren. Jetzt haben wir natürlich Schwertkämpfer. Ist natürlich schön nice. Der schöpft jetzt gerade hier schön für uns was ab. Und wir bauen jetzt eine Werkstatt. Okay. Alter, hat er sich ausgebreitet. Müsste so sehen, dass hier und die Deutschen waren hier unten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann greifen wir mal die an. Fetten Steine, dann hatte ich Bogenschützen keine Chance. Jetzt kommen meine Schwertkämpfer und machen die platt. Zack, tot. Ein Schlag und weg waren sie. Ja, so. Ich würde jetzt sagen, wir machen Schluss für heute und wir sehen uns spätestens morgen mit einer neuen Folge von Civilization Brave New World. Bis dahin, ciao.